Und damit herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Und ja, auch ein Neustart hat leider die Bilder nicht behoben. Ich habe auch gerade eine Error-Message bekommen. Ich glaube, da ist was mit den Assets verzogen, irgendwo im Lua. Aber ja, ist halt ein Early-Build. Da kann das schon mal passieren. So, was hatte ich jetzt diesmal vor? Ich will warten, dass die Cottage fertig wird für noch mehr Net-Value. Da arbeiten sie jetzt gerade netterweise auch zu dritt dran, wenn ich das gesehen habe. Sollte also recht zügig gehen. Sie sind ja auch schon wieder am Dach. Interessant, dass sie da wirklich auch immer die gleiche Bauweise gewählt haben. Es ist wohl so, dass die halt vorm Bauen berechnen, wie sie es am besten bauen. Und was man zum Beispiel mal machen kann, nur damit ihr ein kleines bisschen mehr Insight in das Spiel bekommt, ist das da. So. Dann sieht man halt, wer wo lang läuft gerade. Aber so wirklich cool ist das jetzt auch nicht. Hier läuft gerade irgendwer einmal ringsrum. Warum das denn? Ah, das ist der Heiler. Der guckt sich mal ein bisschen die Felder an. Okay, ich nehme das aber wieder raus. Ist zwar ganz interessant sicher, aber jetzt für uns gameplay-technisch eher irrelevant. Nice, da wird doch schon abgebaut. Herrlich. Kommen auch schon die Betten. Brauche ich dann echt bald nochmal ein neues S-Ding. Bauen wir dann aber mal irgendwo anders hin. Weiß ich noch nicht. Will das nicht wieder da reinbauen. Das ist eigentlich echt. Das kann man mal machen, aber so unglaublich hübsch war das jetzt nicht. Invaders approaching. Stopp. Alarm. Und ihr geht in den Defense-Modus. So. Enemies. Ah, da. Enemies, please. Normal Mode, please. Er verprügelt die halt echt mit dem Buch. Da kennt der nix. Nimm mein Buch. Kann ich später für den auch noch so einen Heilkranz bauen. Das geht aber aktuell noch nicht, weil ich noch keinen Schmied habe. Footman Level 3 ist awesome. Kriegt ihr einen Powerful Overhead Strike. Okay. Ready to go und ihr seid wieder entlassen. So, der Weber arbeitet ohne Unterlass. Ja, dich kann ich nicht arbeiten lassen, weil du keine Steine hast. Du hast noch zu tun. Du hast gerade nichts zu tun. Als nächstes sollte eigentlich tatsächlich erstmal Rüstung gebaut werden für alle. Ich könnte aber auch erstmal noch 10 Betten bauen. Bauen wir noch 10 Betten. Und Stühle baust du mal auch noch 5. Bereiten wir erstmal das vor. Und langsam aber sicher sollten ja auch die Gerüste entschwinden. Ja, und dann fangen wir schon mal an. Oh, da hinten, das müsste erstmal noch gelootet werden. Beaver Level 4. Ach, not implemented jetzt. Okay. Schade. Noch nicht drin. Arbeitet sie einfach nur schneller, was ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Dann haben wir eine Nacht. Die können wir getrost überspringen. Einen neuen Herbalist, der aber gerade nicht viel machen kann. Nee, wir haben doch gar keinen Herbalist. Der steppt. Da fliegt doch noch da. Ein Händler ist angekommen. Ja, der könnte er kann so ein paar Pelze mitnehmen. Und hier haben wir erstmal 200 Kohlen schon erarbeitet. Das ist doch erstmal was wert. Daily Update, leider nicht ganz gereicht, um noch ein Dings herzukriegen. So, das passt schon. Habe ich denn
Kein Bauarbeiter mehr? Doch, einen noch. Ah, der fängt schon wieder nicht an, das Haus fertig zu machen. Das Haus ist fertig. Es zählt sogar als fertig, aber das Scaffolding ist noch dran. Das haben sie diesmal irgendwie vergessen abzumachen. Schade. Jetzt wird erstmal hier gearbeitet. Oh, gerade werden die Felder leer gemacht ohne Ende. Ich lasse erstmal jetzt hier in aller Ruhe alles beiseite tragen. Hier liegt so viel Zeug überall rum. Da will ich sie jetzt erstmal nicht schon wieder mit neuen Arbeiten voll ja, beschäftigen. Da liegt noch Holz, was rein muss. Alter Schwede. Oh, was ich übrigens gerade gar nicht sehe, ist das da. Moment. So. Kurzer Ruckler, weil ich raustappen musste. Gut, dann machen wir ja wieder die Ansicht. Die passt mir ganz gut. Ich meine, das hier geht ja noch. Also wenn das nicht ganz dazu wäre, könnte man das so als Stück-Skip-Bike sehen, aber das ist halt doch ein bisschen zu sehr zu. Ja, der letzte und einsame hier, der muss natürlich ganz schön tragen für alle. So, ja, ich warte ganz kurz, bis die sich hier ein bisschen beruhigt haben. Solange wird hier Feldwirtschaft betrieben ohne Ende. Ja, das Ding müsste eigentlich mal noch weg hier. Aber gut, okay, dann baue ich es halt ohne das. So, jetzt kommen wir zum allerersten Mal zu diesem Building-Editor. Denn man kann natürlich nicht nur Templates bauen, sondern die Templates auch noch frei gestalten. Mit Wegen, mit einzelnen Blöcken, mit Mauern, mit Dächern, mit Wänden, mit Zwischenböden, mit Dekorationsobjekten kann man alles vorplanen. Und am Ende das Template speichern. Brauche ich jetzt gerade noch nicht. Ich baue nämlich erstmal einen Weg. Steine habe ich ja nicht, ne? Und Lehm schon gar nicht. Zumal ich gar nicht wüsste, wie ich Clay Bricks brennen soll. Macht nämlich bestimmt der Töpfer im Ofen und den habe ich noch gar nicht. Also bauen wir eine Treppe aus Holz. Und zwar aus recht dunklem Holz oder ja, ganz dunkles Holz. Und zwar soll das hier so eine Ecktreppe werden. Und um das zu realisieren, bauen wir erstmal ein 11x11 Feld. Auf das 11x11 Feld, 10x10 Feld, auf das 10x10 Feld, offensichtlich nichts. 9x9, 8x8, 7x7, 6x6, 5x5, 4x4, 3x3. Reicht. Könnte man jetzt meinen, war geplant, aber nein, das wusste ich nicht, dass das so gut passen wird. Und dann kann man ja mal gucken, ob er irgendwie so... Ich hatte doch eigentlich mal... Die sind aber hier nicht dabei, oder? Doch, da. Bei Stone Lanterns. Was sind die Wall-Mounted? Nein, Wall-Mounted ist kacke. Damit kann ich nämlich jetzt hier nichts anfangen. Stone Brazier. Dahin und dahin, beziehungsweise hierhin, hierhin und dahin. So hätte ich das gerne. Finish, Build, yes. Damit müsste jetzt automatisch der Steinmetz drei Lampen in Auftrag gekriegt haben. Nee, hat er nicht. Und natürlich habe ich da nicht gerade keine Steine für. Aber da müssen wir jetzt erstmal durch. Steine kommen dann später. Die verschwinden nicht so schnell. Die Templates verschwinden zwar irgendwann, aber jetzt nicht auf Anhieb. War mal Level 6. Awesome. Kann er noch ein bisschen schneller arbeiten. Wie sieht's aus an meinem Weber? Er hat immer noch 33 Stück vor sich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, der hätte sogar Stein im Angebot. Ich kaufe aber nicht einen Stein für 5 Gold. Das ist doch Wahnsinn. Das mache ich einfach nicht. Nee, sorry. Da komme ich nicht drauf klar. Das kann ich nicht machen. Da fühle ich mich zu sehr geopfert. Oh, jetzt habe ich einen zu viel verkauft. Na, was soll's. Nice, es reicht. Neuer Mensch. Goblin Army Approaches.
Da weiß ich nämlich noch nicht, was da gerade kommt. Klingt aber auf jeden Fall recht groß. Defense hier. Und eigentlich sagte ich doch, geht in Deckung. Heiler vorne weg, da ist noch ein Krieger. Jetzt greifen sie alle an. Irgendwie so ein kleiner Saurier. War's das? Gut. Sehr stark, sehr stark. Hier liegen jetzt Brustrüstungen. Die können sie aber vermutlich noch nicht tragen, deswegen holen sie sich die noch nicht. Okay. Nächstes wäre ein kleiner Baumfällauftrag für hier. Und hier. Dass das ein bisschen wegkommt. Ja. Und dann natürlich noch ein Essensquartier, weil ich sehe, dass die jetzt echt voll sind mittlerweile. Obwohl die essen aber auch nicht alle auf einmal. Von daher geht's. Oben wären auch nochmal zwei Plätze gewesen. Aber auf jeden Fall muss da vermutlich nochmal ein Essenslager rein. Aber vorher wollte ich eigentlich Stühle ein bisschen aufpolstern. Naja, jetzt holen wir da oben erstmal noch ein bisschen Holz weg. Was macht denn mein Weber? Das stellt aktuell immer noch her wie ein Blöder. Aber auch hat so viele Wollstöffchen hier. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis der damit fertig ist. Oh, jetzt stackt er da drin. Was macht er denn jetzt? Hat neu gestapelt. Und da sehe ich noch einen Baum. Der muss aber auf jeden Fall auch weg. Weil da kommt natürlich die nächste Treppenpyramide hin. Und wir haben leider kein Glück mit so direkt Rohstoffen hier mittendrin. Oh, jetzt geht er erstmal schlafen. Oh hier, rotten food. So rotten that it lost all form of function. Da weiß ich nicht, ob sie das irgendwann mal beseitigen. Weil damit kann ich jetzt hier auf Anhieb nichts machen. Und die nächsten Goblin Invader. Da sind sie, also das sind da diesmal gar keine Goblins. Oh, das ist ja ein Steintyp, der hält aber aus. Heilt den hier in einer Tour. Die Rotten Baskets kann ich ihm natürlich auch nicht anbieten. Neuer Cleric und ihr geht natürlich aus dem Defense-Modus. Keine Ahnung, was ich mit diesem Rotten Food mache. Ob die das automatisch aussortieren? Ob das automatisch despawnt? Es scheint einfach zu despawnen. Gut, mit Level 3, das ist awesome. Dann müsste ich nämlich mal gucken, ob mein Schreiner mittlerweile einen Bogen herstellen kann. Oh ne, halt, du bist nicht der Schreiner. Daily Update. Okay, 1,3 brauche ich. Oh, hier kann ich einen Bogen bauen. Ein Bogen kömmet. Und dann müssen wir halt warten, bis der Weber hier fertig ist. Ich glaube nämlich, dass wir gerade schon wieder angegriffen werden. Kann das sein? Nö. Doch, da oben. Attack Move. Ja, Attack Move bitte. Danke.
War diesmal kein Bogenschütze dabei, aber das sollte schon klappen. Zwei Krieger und ein Heiler. Müsste reichen. Oh, das sieht gut aus. So, und dann gehen die hier out of whatever they are. So, der hat hier reichlich gefällt. Also, machen wir wieder ein neues Design. Wieder in diesem schönen dunklen Holz wie hier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Mit was habe ich hier damals angefangen? Mit 11x11? Und 10x10. 9x9. 8x8. So, jetzt müssen wir hier gucken. Quasi so ein bisschen zerpflückt das Ganze. Leider jetzt immer wieder. Obwohl hier schon nicht mehr. So, und hier wird es dann einfach noch über. Warum ist das jetzt nicht mehr symmetrisch? Das ist ja interessant. Aus bis jetzt noch ungeklärten Gründen. Hier nochmal überall. Ja, ich habe mich bestimmt verzählt. Aber sei es drum. Hier muss jetzt überall nochmal eine dran. So. Build, yes. Das Approaching. Stopp. Alarmglocken. Ja, echt langsam ein bisschen. Ja, auf meinen Wolf zu, meinen Typi zu beißen. Jetzt haben sie sich, glaube ich, auch ihre Brust, ihre bronzenen Brustrüstungen geholt. Hey, du sollst ja nicht die unwichtigen Bürger in der Mitte heilen. Heile lieber die, die da hinten drauf gehen. Alter, der tankt aber auch. Was ist denn das? Ein gigantischer Wolf. Jetzt wahrscheinlich echt bald Zeit, dass ich hier noch einen Bogenschützen dazu hole. Dazu bräuchte ich ja erstmal noch eine neue Person. Bogen habe ich ja jetzt schon mal gebaut, aber. Bam. Dann machen sie erstmal mehr Damage. Das ist so eine Aura vom Heiler. Dann machen die dann alle ein bisschen mehr Schaden. Cleric Level 2 und damit kriegt er den Strength Buff, genau. So, drei Leute können hier erstmal mitbauen, das soll mir ganz recht sein. Blumenfelder laufen gut. Der Stofftypi hat erstmal ein paar Rüstungen gemacht für alle. Kann er denn da noch ein paar? Noch zwei. Und dann muss er aber erstmal wieder hier 20 Stoffbeinen herstellen. Die können weg. Die bringen mir gar nichts. Weil die Wall-Mounted sind. Und hier nochmal ein 10er. Oh, wisst ihr was, hier kannst du eigentlich so. Haben wir erstmal wieder 300. Dann der Mason. Achso, der hat ja keine Steine. Das war ja sein Problem. Deswegen mache ich ja gerade, dass ich hier oben hinkomme. Aber sobald ich dann Steine habe, geht das auch wieder ein bisschen schneller. Hier kommt nochmal ein Schlafquartier hin. Wie viele bauen jetzt hier eigentlich? Oh, speichert gerade. Drei Leute bauen hier. Dann müsste das einigermaßen schnell gehen. Ja, sind ja schon recht weit herangeschritten. Das sind quasi meine Aufgänge. Ich mag die gerne so in der Ecke, weil es einfach schön aussieht. Ah, um 5 Punkte hat es nicht gereicht. Ansonsten hätte ich mir hier was holen können. So, und was wir jetzt nämlich machen, ist schon wieder Pause, weil schon wieder Invader da sind.
Haben sie es denn nicht vielleicht ein kleines bisschen übertrieben mit Invaders? Aller 5 Minuten. Ach, aller 5 Minuten reicht ja gar nicht. Aller 5 Sekunden. Kommt hier irgendwer und invadet mich. Mann, 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 Mann. Zack. Aller 5 Augenblicke. So, und was wir jetzt machen können, ist zuallererst mal hier oben ein bisschen Platz machen. Die 4 Bäume weg. Die 4 Bäume weg. Hier hinten noch ein paar Bäume weg. Wird mal ein bisschen was sehen. So, dann werden wir als nächstes noch ein Gebäude in Auftrag geben. Und zwar einfach nochmal eine Dining Hall. Die kommt dann jetzt aber hier hoch. So hier hin quasi. Und gleichzeitig noch meine Shared Sleeping Quarters. Kommt hier so übers Eck wieder. Machen wir mal ganz Gebäudeansicht. Zwei neue Gebäude. Und da dahinter kommt dann auch erstmal eine Mauer, aber aktuell haben die armen Leutchen hier noch zu tun. Aber damit sollte ich dann auf jeden Fall meinen Networth so weit erhöhen können, dass ich nochmal eine Person rankriege, die dann erstmal irgendeinen Beruf noch ausüben darf. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was ich als nächstes noch brauchen könnte. Ach ja, ein Krieger, also ein Bogenschütze, und dann mache ich noch einen Krieger, hat mir ja gesagt. So, geben die natürlich erstmal die Erde daraus, weil das am schnellsten geht. Dann müssen sie das Holz noch ran schaffen. Da geht erstmal alle Bäume fällen, das ist sehr clever, weil damit sehen wir nämlich was. Das war Sinn und Zweck der Geschichte. Sind den auch noch fertig? Sind den auch noch fertig? Das wäre awesome. Da ist Kohle drin. Die brauche ich nun gerade leider am wenigsten am Anfang. Das Holz wird mir helfen. Aber sonst passiert da erstmal recht wenig. Wald hätte ich natürlich gerne in meinem Gebiet drin, aber das geht so nicht. Also ein Gebiet in meine, also den Wald gerne in meinem Stadtgebiet. Ja, jetzt müssen die das hier zu dritt irgendwie hinkriegen. Bevor ich dazu auch nur einen nochmal zu einem Schützen machen kann, müssen die beiden Gebäude fertig kriegen. In der Zwischenzeit hat mein Mason nichts zu tun. Der macht noch 2 Stoffballen, dann ist der fertig. Der baut hier Tische. Stone Wall Lanterns. Ne, die brauche ich diesmal wirklich nicht. So. Und Upgraded Worker Outfit. Brauchst du mal auf jeden Fall noch 5. Auch 5 Upgraded Worker Outfits. Dafür brauche ich Federn, die habe ich noch nicht. Dann auf jeden Fall nochmal 50 hiervon und 10 hiervon. Upsa, mein Schreiner hat gerade nichts zu tun. Oh doch, der macht noch Betten. Nachdem er Betten gemacht hat, macht er dann noch... Oh, Daily Update. Es reicht! Ja! Unterstützt deine Leute. Los, 13 Mann. So muss das sein. Bogen hatte ich auf jeden Fall schon gebaut. Ist halt nur die Frage. Ich bräuchte eigentlich mal noch Betten. So. Danach baust du mir erstmal 10 von den Betten. Und 10 von den Stühlen. Da musste ich natürlich hier der Weber unterstützen. Doch mal noch Zähne.
Deswegen kann man halt später auch, ja, der sägt übrigens den Stoff. Deswegen kann man später auch mehrere Berufe natürlich mehrfach vergeben. Weil natürlich einfach viel zu viel zu tun ist für den einzelnen Beruf mitunter. Wie jetzt gerade ganz gut zu sehen war. Hier müsste gebaut werden, die Felder werden aber nicht fertig und ich habe keine Steine und so weiter und so fort. Gehen jetzt erstmal in aller Ruhe essen. Ich gehe mal auf den Halbansichtsmodus. Und ja, aber gleichzeitig müssen sie halt auch hier die Rollen bauen und müssten die Betten bauen. Müssten die Häuser bauen. Suchen gerade so ein bisschen was von allem immer zu machen. Deswegen gebe ich auch gerade noch keinen Mining-Auftrag. You dumb bog, me big grittigen Wotschiff. Also hier, du bist eine dumme Schwein quasi. Gib mir mal hier all dein Zeug, weil ich bin so übelst awesome. Und der braucht so Supplies, also Unterstützung. Der möchte 4 Wooden Chair, 14, 6 Lump of Coal. Line. Jetzt macht er uns kaputt wahrscheinlich, greift uns gleich an, macht aber eh schon die ganze Zeit. Also was soll's? Was ich jetzt auf jeden Fall mal machen wollte, war einen meiner Krieger, und zwar den mit dem niedrigeren Level, die sind beide Level 3, eher den hier. So einen Bogenschützen zu machen. Aha, stopp. Warning sign. Die Defense. Wo kommen die denn? Weiß ich gerade nicht. Jetzt habe ich da auch noch einen Bogenschützen mit im Kader. Der quasi von hinten alles ein bisschen kaputt machen kann. Aber das heißt natürlich, dass ich bald noch einen neuen Nahkämpfer brauche. So. Und deswegen hatte ich mich ja über noch den dritten hier gefreut. Hier, Buddy 5. Der wird jetzt nochmal Krieger. Und holt sich auch gleich das ganze neue Zeug. So, und somit habe ich zwei Krieger und einen Bogenschützen. Oh. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Dismiss Order? Okay. Bei Krieger und Bogenschützen. Das passt schon. Nachteil ist natürlich, dass ich wiederum eine Arbeitskraft verloren habe, aber ich hoffe halt, dass ich bald noch eine neue kriege. Mit diesen beiden Gebäuden, dass das reicht vom Nettwert her. Beziehungsweise habe ich ja schon die ersten Betten fertig. Ich upgrade mal meine Betten. Stopp, machen wir hier normale Geschwindigkeit. Die feinen Beds nehmen wir mal nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, echt jetzt? Die haben sie nicht. Oh. Finsteren Kerle. Ich dachte, er setzt die. 3-8. Oh, hab ich. Nice, neuer Typ. Ja. Und da kommt die nächste Goblin Army. Pam pam. Aber das Kleine diesmal. Oh ne, da kommt schon etwas Größeres noch mit. Wo ist denn der Bogenschütze? Wo ist denn mein Bogenschütze? Defensky. Da kommt er. Gammelt hier ab. Soll mitmachen. Das gepanzerteres Vieh. Wird es Zeit, dass ich bald so einen richtigen Knight kriege, aber dafür brauche ich halt erst jemanden, der sich mit Metallarbeiten auskennt. Aktuell müssen wir hiermit leider klarkommen. Okay, da geht's wieder ans Arbeiten. Mit den Betten wird ewig dauern. Wie viele freie Arbeiter habe ich denn? Zwei, drei. Oh, tatsächlich drei. Trapper. Oder ein Farmer könnte dann nämlich langsam mal zum Koch werden.
Ach so, da ist mein Mason aber noch nicht weit genug. Kann ich denn meinen Trapper upgraden? Ich denn noch keinen Shepherd's Crook? Ah, das ist. Ah, nee, den konnte ich ja immer noch nicht bauen, ne? Den konnte ich jetzt erst. Seit kurzem kann ich den. Oh, den kann ich immer noch nicht bauen. Okay, kann immer noch kein Shepherd's Crook, deswegen kann ich da noch nicht weitermachen. Ja, dann lasse ich jetzt erstmal drei Arbeiter, das kann auch nicht schaden. Und ich sehe, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich werde mal wieder saven. So. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.